Hey Leute und ja, willkommen zu einem neuen Splatoon 3 Video, in welchem ich euch heute die neuesten Infos, zum Teil auch Dataminer-Infos, zum schon bald kommenden ersten Simon Run Special Event mitteilen möchte. Um welches Event es sich genau handelt, wann dieses stattfinden wird und welche Belohnungen wir während dem Event freischalten können, erzähle ich euch gleich. Vorab möchte ich noch eben auf unseren Splatoon 3 Discord-Server aufmerksam machen, auf welchem ihr euch zum einen zu Ranked-Kämpfen sowie für den Simon Run verabreden könnt. Also wenn ihr Bock habt, den Link zum Discord findet ihr entweder oben rechts oder in der Videobeschreibung. Zudem möchte ich noch eben auf meinen Twitch-Account hinweisen, auf welchem ich regelmäßig streame. Also falls ihr mich noch nicht auf Twitch folgen solltet, würde ich mich dort über dein Follow freuen. Das erste so richtige Special Event im Simon Run Modus steht vor der Tür. Genau gesagt findet das Event vom 1.10., also bereits morgen, bis zum 3.10. statt und ist aus dem Grund so besonders, da es zum ersten Mal in Splatoon 3 eine komplette Random Waffenrunde werden wird. Bedeutet, dass wir nicht wie üblich aus einem vorher festgelegten Pool von 4 Waffen pro Wave eine von diesen spielen werden, sondern dass wir bei dem kommenden Event pro Wave eine zwar immer noch zufällige Waffe bekommen werden, jedoch kann diese Waffe wirklich jede Waffe sein, die es im Spiel gibt. Zusätzlich besteht eine geringe Chance, eine sehr, also wirklich sehr starke Waffe zu bekommen, bei welcher es sich laut Dataminer im kommenden Event um den neuen Crisscrow Stringer handeln soll, welcher, wie ich finde, schon alleine auf dem Bild ziemlich heftig ausschaut. Des Weiteren wird es mit diesem neuen Event auch endlich ein neues Gear im Simon Run geben, bei welcher es sich ebenfalls laut Dataminer um eine, ja, modern aussehende Sonnenbrille handelt, welche mir persönlich deutlich besser gefällt wie die aktuelle Galaxy Kappe. Was, by the way, den neuen Crisscrow Stringer angeht, so ist dieser aufgrund seiner Stärke natürlich nur für den Simon Run gedacht. Und ja, dank dieser Waffe wird es wahrscheinlich im Zeitraum des Events deutlich einfacher sein, die einzelnen Waves zu überstehen, was bedeutet, dass es während des Events auf jeden Fall sinnvoll ist, ein paar mehr Simon Run Runden zu spielen, um so mehr Punkte für seinen Rang zu sammeln. An der Stelle noch der Hinweis, falls ihr, was die zukünftigen Simon Run Runden angeht, auf dem Laufenden bleiben wollt, lohnt es sich auf jeden Fall regelmäßig in die Splatoon App reinzuschauen, denn ja, dort habt ihr immer im Blick, welche Simon Run Runden in der Zukunft auf uns zukommen. Zur App selbst wird es, by the way, demnächst auch noch ein Video geben. Abschließend bleibt eigentlich nur zu sagen, dass ich mich mega auf das bereits morgen startende Event freue und ja, hoffe, dass ich viele von euch ebenfalls im Auftrag der Bär GmbH dort sehen werde. By the way, ist ja noch ein weiterer Spielmodus für den Simon Run geplant, um genau zu sein, der sogenannte Big Run. Und ja, zu diesem gibt es auch ein paar neue interessante Infos, aber dazu wird es noch ein extra Video geben. Aber ja, soviel zu den neuesten Infos des kommenden Simon Run Events. Schreibt mir gerne in die Comments, ob ihr das Event spielen werdet und auch gerne, welchen Rang ihr aktuell bei der Bär GmbH habt. Ansonsten, ja, hoffe ich, euch hat mein kleines Splatoon-Info-Video ein klein wenig geholfen oder eventuell sogar gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns eventuell im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann und ciao.